herzlich willkommen zu Vlog Folge 30. Ja, es ist ein bisschen was passiert. Wir haben heute den 12. Juni, das ist ein Sonntag. Ich bin schon seit 5 Uhr auf den Beinen. Wir haben gerade gemeinsam Gläser abgewaschen und ich tausche schon den letzten Rest Rapshonig auf, die letzten 40 Kilo. Oder nicht wirklich auftauen, sondern nur ein bisschen ancremig machen, sodass wir den abfüllen können und dass der schön cremig bleibt. Genau, die anderen Gläser sind alle voll. Wir warten noch auf die Etiketten. Eigentlich hätten die schon da sein müssen. Irgendwo gab es da wohl ein Problem. Genau, Probleme, da werden wir schon wieder bei euch. Ich habe euch gestern leider nicht mitnehmen können, denn ihr wart so leer. Also ich hatte euch dabei, aber ihr konntet leider nichts sehen, denn der Akku, sowohl in der Kamera als auch im Akkugriff, war so leer gelutscht, dass gar nichts mehr ging. Ja, passiert. Deswegen kurzer Rückblick. Die Wirtschaftsvölker, die hier stehen, sind alle super im Brot. Annabella hat eine neue Königin, das war ja abgeschwärmt, aber die Königin ist auch schon wieder im Brut auf 8 Waben jetzt nach, ich glaube, ein bisschen 2,5 Wochen. Also fix begattet nach dem Schwärmen und ja, wow, ich bin begeistert. Honig kommt auch schon wieder rein. Letzte Woche waren wir gemeinsam in der Blühfläche, da war schon richtig viel drin, hier ist noch nicht so viel drin. Man sieht es vielleicht dort hinten auf der Kamera nicht so gut. Da hinten steht eine Linde. Man erkennt, dass die Lindenblüten kommen, aber die sind halt noch nicht auf. Genauso die Esskastanie ist auch noch nicht wirklich auf. Aber Brombeere blüht für Gewalt. Können wir gleich mal eben hinschauen. Der Schaukasten, da ist eine begattete, oder da ist auf jeden Fall eine Königin drin, die Eier legt. Ich habe die Königin nämlich gesehen. Genauso hier. Vorne der Ablegerkasten, der doppelte Ablegerkasten, der Ablegerkasten da hinten, der kleine Ablegerkasten, Wüstenvolk ja eh schon, und hier vorne bei diesem doppelten Ablegerkasten der linke. Im rechten war jetzt noch keine Brut zu sehen. Das könnte eventuell nicht geklappt haben. Muss man dann nochmal schauen. Und hier vorne im rechten, da war der Schwarm drin, den wir vor 3 Wochen gefangen haben. Der ist auch in Ordnung. Und im linken ist eine gekaufte Königin aus Friedrichskoog. Die ist auch schon am Brüten. Nur auf der anderen Palette das hintere Volk. Da sollte eigentlich auch eine gekaufte Königin drin sein. Da konnte ich gestern weder Brut noch Königin entdecken. Da müssen wir mal weiterschauen. Dann habe ich gestern noch... mich hier rein? Ja. Wachs geschmolzen. Ich muss mich hier mal reinzwängen. Wir müssen hier dringend mehr Platz schaffen. Also das hier ist noch der letzte Restkrams vom Entdeckeln. Das riecht sehr stark nach Met. So macht ihr das bitte nicht, aber ihr werdet es irgendwann vermutlich aus Versehen machen, weil ihr nicht dazu kommt, das Entdeckelungswachs einzuschmelzen. Der Eimer ist jetzt hier schon fast voll mit Wachs. Da kommt jetzt noch das gleich mit rein und das, was wir gestern eingeschmolzen haben, dass wir das alles nochmal schön zusammenschmelzen. Ja, da hinten ist noch ein bisschen was. Hier ist das absolute Chaos. Wir brauchen mehr Platz. Und dann müssen wir hier hinten hinter aufräumen. Ich hatte das ja schon mal gesagt, dass hier alles irgendwie rauskommt, damit wir da Honiglager machen können. Ja, da habe ich mich eingesaut. Naja, genau. So schaut das im Moment aus. Es ist das absolute Chaos noch. Ich hoffe, dass wir das irgendwie nochmal hier gebacken bekommen. Ich bräuchte eigentlich mal Urlaub. Urlaub von meiner regulären Arbeit. Ja, aber da sind auch im Moment eher Überstunden angesagt. Was die Sache hier nicht vereinfacht. Genau, gibt es noch irgendwas, was ich euch zeigen muss? Wir bekommen gutes Internet. Einige von euch hatten ja mehrfach schon gefragt, ob ich nicht mal live streamen könnte. Das funktioniert nicht, weil wir hier keine gute Internetverbindung haben auf dem Dorf. Aber es gibt Glasfaser. Ich weiß nicht, kann man das da sehen? Da hinten stehen die Bagger. Das Leerkabel liegt. Es muss jetzt nur noch das Glasfaserkabel durchgepustet werden, angeschlossen werden und dann leucht's. Ja, habe ich sonst noch was?
Können wir nochmal eben hier um die Ecke schauen. Ist hier noch was außer Chaos? Chaos. Nun ja, ich mach weiter. Ihr schaut zu. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Der Topf läuft jetzt endlich. Es war ein bisschen schwieriger als gedacht, denn in den Eimern war der Honig, der noch im Wachs war, auskristallisiert. Das muss ich nächstes Mal anders machen. Also da war so viel Honig drin, das ist echt schade gewesen. Da habe ich an dem Tag, wo wir entdeckelt haben, irgendwie gar nicht drüber nachgedacht, dass wir das irgendwie vielleicht noch mit dem Heizstab oder so da rauslaufen lassen können. Beim nächsten Mal. Wir lernen ja immer dazu, das ganze Leben lang. Jetzt ist hier der Topf randvoll mit Wachs und Wasser. Ganz wichtig. Sonst setzt sich der Rest ja nicht ab. Und ich weiß gar nicht, ob man hier unten vor lauter Wachsspritzern noch was erkennen kann. Ich habe den jetzt so auf 65 Grad gestellt. Ihr wisst ja, zwischen 62 und 65 Grad schmilzt Bienenwachs. Und wir wollen, egal wie lange das dauert, das möglichst langsam aufheizen, damit das Wachs nicht brüchig wird. Ich probiere mal, ob es mit 65 Grad klappt. Ansonsten gehen wir immer ein Tickchen höher, bis wir zu diesem Punkt kommen, wo wirklich alles geschmolzen ist, wirklich alles schmilzt. Ja, eben habe ich schon einmal mit heißem Wasser experimentiert, um den Honig da rauszubekommen. Einfach hier eben auf meiner Herdplatte heißes Wasser erzeugt und da rein geschüttet. Ja, eigentlich müsste ich hier in der Werkstatt noch ganz viele andere Sachen machen. Frage ist bloß, wie? Hier geht es jetzt erstmal nicht weiter. In der Zwischenzeit habe ich meine neuen Spanngurte vorbereitet oder aus der Verpackung genommen. Hier werde ich jetzt noch den morgen oder so einmal alle aufflexen, sowohl hier als auch hier. Und dann kommt von hier in diese Schlaufe rein so ein Ring. Wie heißen die denn? Ihr wisst, so ein U-Teil, U-Haken, wo eine Schraube durchgedreht werden kann, sodass es fest ist. Weil ich hatte das anfangs auch so wie hier. Aber wenn man dieses hier unten am Kasten macht oder an der Seite, hinterlässt das hässliche Druckstellen im Holz, beziehungsweise unten unter wird das Gitter eingedrückt. Und das ist ja sehr sinnbefreit, wenn das Gitter unten aufgeht, nur weil man Spanngurt rumgemacht hat. Deshalb schneide ich die immer raus, mache da diese Öse dazwischen und ja, dann läuft das. Okay, ich gehe jetzt mal rein und schaue, wie der Honig ist und ihr seid später wieder dabei. Moin, Dienstag, 14. Juni. Es ist wieder Sonnenschein. Gestern war ganz schlechtes Wetter und am Wochenende ja auch. Aber jetzt ist wieder schön. Die nächsten Patenschaftsvölker ziehen gerade um aus den Ablegerkästen. Das sind ja diese Doppelten hier, in ihre richtigen Beuten. Alle begattet. Oder diese beiden auf jeden Fall beide begattet. Der Schaukasten ist begattet. Der wird nachher noch gefüttert. Und jetzt wollte ich noch mal eben hier hinten in ein Volk reinschauen. Und zwar das hier. Da habe ich letzte Woche eine Königin zugesetzt. Also Kunstschwarmverfahren, Königin rein. Und ich glaube, die Königin wurde nicht angenommen. Und dann müssten wir das Volk jetzt nochmal auflösen, bevor es drohnenbrütig wird. Denn das Volk hat keine Brut.
So, also, das Volk ist definitiv weise los. Ich habe zwar einen Stift gefunden, aber die Königin habe ich nicht gesehen. Die wäre markiert. Und ein einziger Stift nach einer Woche ist dann, oder über einer Woche, eineinhalb Wochen ist das schon her, ist doch ein bisschen wenig. Und man sieht auch schon, hier in diesem Volk wurde praktisch gar nichts ausgebaut und Futter wurde auch nicht viel abgenommen. Wohingegen in diesem Volk das Futter sehr, sehr gut abgenommen wurde und schon zwei Handtellerflächen große Brutnester angelegt worden sind. Also unterschiedlich, ob eine Königin angenommen worden ist und wenn keine angenommen worden ist. Die haben jetzt Rauch bekommen, ordentlich viel Rauch, dass sie anfangen, sich mit ein bisschen Futter voll zu pumpen. Dann haben sie es gleich leichter, sich einzubetteln. Dann gehen wir nach da hinten, schütten den Kasten aus und die Bienen fliegen hierher zurück. Und die Riemchen können wir nachher einfach reinhängen. Das ist nicht so wild. Da ist ja noch keine Buckelbrut angelegt worden. Ihr seht, es sind fast alle Bienen jetzt auch schon weg. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass auch keine Königin da ist. Sonst würden die sich in einer Kugel um die Königin legen, wie beim Schwarm. Machen die überhaupt nicht. Das bedeutet, einpacken und es geht hinten weiter. So, einige Zeit später, einige Stunden später, zwei Völker sind aufgelöst. Eins, zwei, drei, vier Völker sind umgezogen in den neuen Kasten. Der Schaukasten ist gefüttert. Die anderen Völker müssen erst umziehen und dann füttere ich sie. Also morgen Abend, damit sie sich auch eingeflogen haben. Hier ist statt weniger Chaos mehr Chaos. Drinnen war ja eigentlich das Chaos jetzt weg. Ihr dürft raten. Das Chaos ist wieder da. Also, falls jemand weiß, wie man Geld verdient mit Chaos machen. Chaos machen kann ich sehr gut. Ich kann das auch noch besser, als ihr das immer seht. Ich räume auch immer vorher auf, bevor ich die Kamera einschalte. Also, falls da jemanden kennt, der für Chaos bezahlt. Hier. Okay. Damit hier nicht noch mehr Chaos entsteht und ich noch kurzfristiger irgendwo auftauchen muss, geht's jetzt zum Honig abfüllen, damit ich nachher noch Bienen fahren kann. Yay!
Moin, es ist Donnerstag, der 16. Juni. Eigentlich wollte ich vorgestern Abend mit den Bienen wandern. Um 10 Uhr abends sind sie noch geflogen. Und zwar wirklich intensiv, dass sich das nicht gelohnt hätte. Dann habe ich es gestern Morgen probiert, um 4:30. Ja, auch wieder ganz starker Flugtrieb. Es kamen sogar schon die ersten Bienen wieder zurück. Also waren sie schon mindestens eine Viertelstunde am Fliegen. Und jetzt hat es geklappt. Am Donnerstag um 4 bin ich losgefahren. Also mit Sonnenaufgang. Bis eben gerade war der Himmel da hinten ja auch noch richtig schön rosa. Und jetzt stehen hier 4 neue Völker. Das werden ja auch noch mehr Völker. Und die Wirtschaftsvölker, die habe ich jetzt mitgenommen, die gehen jetzt in die Linde. Und die 4 großen Wirtschaftsvölker, die hier jetzt noch sind, gehen mit in den Buchweizen. Mal schauen. Mal schauen, wie sich das jetzt so weiter hier entwickelt. Ich gehe jetzt erstmal zurück, Völker ausladen, frühstücken und arbeiten. Moin, es ist Freitag. Wieder ist viel Zeit hier vergangen. Ich bin jetzt gerade im Buchweizen gewesen. Es könnte vielleicht sogar schon nächste Woche losgehen. Ich fahre jetzt morgen nochmal hierher und stelle den Schaukasten auf, habe gerade den Pfosten eingeschlagen und jetzt geht's weiter in die Blühfläche. Genau. Ist im Moment stressig. Also gestern ging mein Arbeitstag von kurz vor 4 bis 21 Uhr und dann war ich auch völlig im Arsch. Die ganze Zeit Bienen, Honig, Völker durchschauen. Ich hatte natürlich die Kamera vergessen. Zwischendurch noch arbeiten. Jetzt komme ich gerade von der Arbeit, war schon im Baumarkt und habe neues Material für Beutenböcke gekauft. Also neue Steine, neue Holzpfosten. Habe jetzt gerade eben den Schaukastenpfosten eingeschlagen und fahre jetzt halt zur Blühfläche. Und wenn ich dran denke, stelle ich die Kamera auf und ihr könnt zuschauen. So, es ist Samstagmorgen. Ich bin in Stinstedt, da war ich gestern ja auch schon mal. Hier ist eine Blühfläche und dahinter steht der Buchweizen, an dem wir dann sind. Und hier vorne steht ab sofort unser Schaukasten. Ja, ich habe den Pfosten gestern eingeschlagen, das Volk jetzt hier aufgestellt. Und eben, als ich dann mein Werkzeug zusammenpacken wollte, habe ich gesehen, hier unten ist alles voller Ameisen. Hier. Richtig große Ameisen. Ich weiß gar nicht, ob man das Kribbeln und Krabbeln alles erkennen kann. Aber hier sind die Ameisen unterwegs. Ich hoffe mal nicht, dass sie jetzt hier hochmarschieren und da Chaos anrichten. Und da fliegen die Bienen. Sind natürlich ein bisschen stinkig.